Dann holen wir uns den nächsten Begleiter. Vorbei an diesem Inn. Wanderklause. Hier rein. Sind wir angesprochen. Vor dir steht ein schlanker, adretter Mann, den ein gewisses Flair umgibt. Name. Ihr erinnert euch nicht an mich? Ich bin Sentry. Hat uns scheinbar auch früher auch schon begleitet. Wir sind doch schon zusammen auf Abenteuerreisen gegangen. Beruf? Wenn ich nicht gerade mit alten Freunden auf Abenteuer aus bin, bilde ich hier in Britain aus. Mein Fachgebiet ist die Fechtkunst. Sicherlich erinnert ihr euch, dass ich sehr geschickt bin. Ich würde alles stehen und liegen lassen, um mich eurer Gruppe anzuschließen. Vorausgesetzt, ihr könnt mich gebrauchen. Ja, das können wir. Britain. Ich bin dieses Ortes müde. Das Spießbürgertum bemerkt gar nicht, wie tief diese Stadt in Schwierigkeiten steckt. Es ist nicht alles so friedlich und heiter, wie die Edelleute so gerne darstellen. Fechtkunst? Blitzschnell zieht Sentry seinen Degen. Er führt kurz ein paar seiner Künste vor, so dass die Klinge nur so durch die Luft saust. Wenn ich mit meinem Gegner fertig bin, steht kein Widersacher mehr aufrecht. Oh. Freunde, ich sehe unsere alten Kameraden Yolo, Shamine und Dupre nicht oft. Yolo? Wie geht es euch, mein Freund? Ihr seht aus, als könntet ihr auch eine Lektion gebrauchen. Was soll denn das? Jeder macht sich über mein Bäuchlein lustig. Ach, armer Yolo. Ich meine es ernst, Yolo, ehrlich, Sentry lacht. Nicht friedlich? Nehmt nur eine kleine Stadt wie Paz. Es ist das reinste Armenland. Es stinkt sogar dort. Und Paz liegt so dicht bei Britain. Es muss mehr Gold ins ganze Land gesteckt werden, nicht nur in die Hauptstadt. Ich weiß nicht, was in Lord British vorgeht. Shamino? Sagt Shamino, verbringt ihr eure Zeit immer noch damit, in Weibersachen herumzulaufen? Wie bitte? Oder verbringt ihr Tag und Nacht bei einem Heiler? Jetzt, wo ihr bereits im fortgeschrittenen Alter seid. Seht euch vor, Freundchen, solche Worte können gefährlich sein. Sentry schubst Shamino freundlich an. Ich halbere nur herum, das wisst ihr doch. Schön, euch wiederzusehen. Dupre, ich würde den nichtsnutzigen Raufpol zu gern wiedersehen. Wie ich gehört habe, ist er unter die Ritter gegangen. Sire, Dupre. Lord British, ich sehe ihn nur äußerst selten, er verlässt sein Schloss fast nie. Tag und Nacht hockt er dort. Kein Wunder, dass er keinen blassen Schimmer davon hat, was in seinem Land vorgeht. Anschließen? Sentry verbeugt sich vor dir. Ich bin hoch erfreut, mich eurer Runde anzuschließen. Ja. Dich können wir bestimmt noch brauchen. Jetzt trainiert er uns, glaube ich, sogar für umsonst. Ausbilden? Da ich nun eurer Gruppe angehöre, werde ich keinen Lohn von euch verlangen. Jemand wünscht, Unterricht zu nehmen? Ja, grundsätzlich schon, aber es gibt, glaube ich, wesentlich bessere Trainer als ihn. Darum werde ich das jetzt mal noch verschieben. Mich denn da erst schlau machen, welche Trainer denn wirklich gut sind. Weil ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kostet Training immer... Ja, aber beinahe stimmt gar nicht. Kostet nicht immer alle 3 Punkte, aber ist trotzdem irgendwie unterschiedlich effizient und gibt vor allem unterschiedliche Skills dann daraus. Und da will ich genau wissen, was ich trainiere. So, da haben wir diesen Schlüssel. So, Sentry, das Zeug werden wir brauchen, was du hier hast. Ja, das ist ein bisschen ungeschickt platziert, so. Sehe ich dafür nicht mehr. Ich gebe es dafür direkt mal dir. So. Ja, den Morgenstern brauchen wir eigentlich nicht. Das war's auch schon. Den brauchen wir auch nicht. Bisschen schade, ja, wahrscheinlich. Dann möchte ich als nächstes etwas Bestimmtes looten gehen, einen bestimmten Schatz finden. Und zwar ist das jetzt ein bisschen außerhalb von Britain, auf so einem Bauernhof außerhalb der Stadt.
muss das jetzt selber zuerst wieder finden. Aber da gibt es eine hübsche Waffe. Und die wollen wir uns jetzt unter den Nagel reißen. Ich glaube, das war hier lang. Ah genau, und hier auf dem Feld gibt es auch was zu sehen. Ich glaube, das ist ein Kilrati-Schiff, keine Ahnung. Geheimnisvolle Maschine. Irgendwas aus dem Wing Commander-Universum. Bin da nicht so vertraut. Und ich glaube, hier war doch dann auch dieser Schuppen, den ich suche. Weil was ein Move-Fortest hier. Also das heißt, eine Stelle, an die wir her teleportieren können, sobald wir den Orb of the Moon haben. Das geht gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Mond, irgendwas. Und gut, wir könnten die auch so benutzen, wenn wir jetzt einfach durchgehen, aber möchte ich jetzt nicht. Ah, hier war es, glaube ich, der Schuppen. Den Typen anquatschen. Du siehst einen Bauern, dem seine Aufgabe ins Gesicht geschrieben steht. Name? Ich heiße Mac. Beruf? Ich bin Bauer, aber die meisten Leute halten mich für einen Wahnsinnigen. Wahnsinniger? Der Meinung seid ihr auch, nicht wahr? Aber ich schwöre euch, was ich sage, ist die reine Wahrheit. Es gibt Wesen von einem anderen Stern, die uns besuchen. Ich habe sie selbst gesehen. Wesen? Sie sind große, gemeine und hässliche Löwentiger. Oder heißt das Tigerlöwen? Sie sind furchterregend und wollten uns fressen. Anderer Stern? Ich kann euch nur sagen, dass es in unserer Welt sicherlich keine solche Wesen gibt. Und ein Schiff mit wie ihres hat man auch noch nie in Britannia gesehen. Habe sie gesehen. Mit meinen eigenen Augen habe ich Außerirdische und ihr Flugmobil, das ihnen die Fahrt nach Britannia ermöglichte, gesehen. Ich schwöre es euch, ich bin völlig bei Sinn. Ich habe den Beweis. Beweis. Geht und schaut hinter meinem Hof mitten im Feld nach. Seht ihr es selber an und ihr werdet überzeugt sein. Ja, wir haben sie eigentlich schon gesehen. Warum es ihm sonst niemand glaubt, dass jeder sehen kann, keine Ahnung. Avatar, ihr seid zurückgekehrt, ruft Meckers. Beweis. Ich habe es euch doch gesagt, dass ich nicht verrückt bin. Habt ihr den Beweis gesehen? Ja. Ja. Hast du jetzt bereits gesagt. Aber die Geschichte, auf welchem Wege ich dieses Ding entdeckt habe, ist einfach unglaublich. Geschichte? Ich bleibe gerne spät auf. Manchmal sehe ich gleißende Lichter am Himmel, aber niemand schenkt ihnen Beachtung. Aber eines Nachts sah ich ein helles Licht direkt vom Himmel fallen und in meinem Feld einschlagen. Helle Lichter. Ich schaue immer noch Lichtpunkten am Nachthimmel. Deswegen behaupten die Leute in der Stadt auch, ich sei verrückt. Aber wie unterscheidet sich denn meine Beobachtung von der Forschungsarbeit in einem Planetarium? Einschlagen. Nach dem Aufschlag und einer Explosion rannte ich auf das Feld hinaus. Dort erblickte ich die seltsame Maschine, die ihr auch gesehen habt. Und nur glühte sie noch vor Hitze. Ich fürchtete mich entsetzlich und dann begann sich der obere Teil der Maschine zu öffnen. Maschine? Sie ähnelte einem riesigen Vogel, aber es war kein Vogel. Öffnen? Ich konnte mich nicht vom Fleck rühren, als sich die Maschine öffnete. Und heraus kam ein furchterregender Tigerlöwe. Seine Augen waren wild und hungrig. Tigerlöwe? Er jagte auf mich zu, wie ein Tiger seine Beute verfolgt. Er war so schnell, dass ich mich nicht einmal rühren konnte. Ich war sicher, dass ich sterben würde. In einer Sekunde war er bei mir, er sah mir in die Augen und dann starb er. Hungrig. Mit anderen Worten, er sah so aus, als ob er mich gleich fressen wollte. Starb. Ich hatte nicht bemerkt, dass ich meine Hacke in der Hand hielt. Diese Hacke war einmal durch Zufall von einem durchreisenden Magier verzaubert worden und sie verrichtet wunderbare Arbeit in den Feldern. Ich benutze sie für jede Arbeit. Die Hacke hatte den Tigerlöwen im Sprung durchbohrt und als er starb, sprach das Wesen zu mir. Er sagte zwei Worte, Kilrati, ja. Ich weiß nicht, wer diese Rati-Person ist oder wieso der Tigerlöwe wollte, dass ich sie kille. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt Lichtpunkte am Nachthimmel sehe, die sich bewegen, kriege ich es mit Angst zu tun. Hacke, ihr habt doch sicher von der Krankheit gehört, die alle Magier in diesem Land in den Wahnsinn treibt. Vor einigen Jahren brachte ich meine zerbrochene Hacke zu einem Magier namens Mamb. Werkzeuge zu reparieren war das Einzige, wozu er noch fähig war. Zur selben Zeit kam ein Kämpfer zu Mamb, der sein Schwert verzaubern lassen wollte. Er sollte das Todesschwert heißen. Anscheinend vertauschte der arme Mamb die zwei Gegenstände. Der Krieger kam später zurück und tötete ihn, weil sein Schwert nur zur Unkrautbekämpfung zu gebrauchen war.
Ich konnte nie genau feststellen, was passiert war. Es scheint so, als ob der alte Mump meine Hacke in eine Hacke der Zerstörung verwandelt hätte. Leider ist die Hacke verloren gegangen. Dann werden wir sie wieder finden, wenn wir dann irgendwann uns den Mund fertig fusselig geredet haben. Kilrati, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das war oder zumindest etwas Ähnliches. Der Tigerlöwe selbst war aber sehr lecker. Gitte hat ihn auch noch gegessen. Meine Güte. Dabei könnte er hier auch die Eier essen, was weiß ich. Oder die Hühner von mir aus, die zwar nicht da sind, aber die Eier auch irgendwie legen müssen, verloren gegangen. Naja, ich habe nicht die Hacke selbst verloren. Es ist in meinem Schuppen eingesperrt und ich habe den Schlüssel zum Schuppen verloren. Ich glaube, ich habe den Schlüssel vielleicht aus Versehen als Fischhaken benutzt. Meine Güte. Als ich am Loch Lake fischen ging. Auf jeden Fall kann ich nicht in meinen Schuppen. Man könnte tatsächlich glauben, dass ich verrückt bin. Jupp, den Eindruck habe ich jetzt auch und sage darum lebewohl. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft.